Hi, ich bin Ellie Ryan und ihr schaut Bubblegum TV. Singt sie vielleicht bald unser Lied für Israel? Ellie Ryan hat auf jeden Fall Potenzial. Die 21-Jährige ist eine von 6 Teilnehmern beim ESC-Vorentscheid im Februar 2019. Seit 5 Jahren lebt die Sängerin in Los Angeles, wo sie vor allem auf der Musikplattform SoundCloud bekannt wurde. Es war immer mein Traum, da irgendwie hinzugehen, weil, also so von, ich weiß, es klingt verrückt, aber so von Filmen und so habe ich einfach so das Gefühl gehabt, dass so, wow, also da würde ich mich mega wohlfühlen und die Industrie ist auch einfach da, also die Songschreiber, die Produzenten und so sind einfach mega viele, sind in L.A., deswegen wollte ich da immer schon hin und dann, meine Tante wohnt da und dann mit 16 bin ich dann halt einmal hin für 3 Wochen und habe mich total in die Stadt verliebt und bin dann auch in dem Jahr dann dahin gezogen und habe meinen Highschool-Abschluss da gemacht. Die Liebe zur Musik hat sie von ihrem Vater und diese hat sie bis heute nicht losgelassen. Ihre Songtexte schreibt sie selbst und verarbeitet darin oft persönliche Erlebnisse. Also für mich ist Songschreiben so ein bisschen wie ein Tagebuch. Also einfach Sachen, über die ich reden will, die ich vielleicht jetzt nicht irgendjemandem erzählen will. Deswegen war es auch so scary mit den Songwriting-Sessions, weil du würdest halt nicht einem Fremden das eigentlich erzählen, aber das ist halt für mich, worüber ich Songs schreibe, weil ich habe halt das Gefühl, also so war das immer schon für mich und es sind auch so die Songs, die mit den Leuten am meisten connecten, wir sind ja alle irgendwie auch uns ähnlich, ja, mit den Sachen, die wir fühlen und die uns passieren und so, ja. Ein Sound aus positivem Alternative Indie Pop gemixt mit ihrer eigenen Handschrift. Eine Mischung, die sich sicher auch beim ESC zum Erfolg entpuppen könnte. Wie der Song letztendlich klingen wird, steht aber noch nicht fest. Die Chancen stehen ganz hoch, dass es ein Upbeat-Song wird, also es ein schneller Song ist, mit sehr viel Power und auch einer Bühnenshow, die nicht Wohnzimmeratmosphäre eher nicht, sondern eher Party und das wollte ich auch irgendwie für Tel Aviv, weil Tel Aviv ist eine meiner Lieblingsstädte in der ganzen Welt und ich war da auch schon öfter und für mich ist wichtig, dass es also eine Party wird. Ja, der ESC, wenn wir das jetzt so rückblickend sagen, ähnelt dein Song, wirst du die neue Lena? Nein, er ähnelt niemanden, der vorher beim ESC war, Nee, keiner der beiden Songs, die jetzt noch also 2 Songs, zwischen denen es jetzt im Moment steht bei mir und keiner von beiden ähnelt einem der anderen Songs, auch nicht von Michael Schultes. Mit einem Gute-Laune-Song und einer Bühnenperformance zum Mitreißen möchte Ellie Ryan also für Deutschland gerne beim Vorentscheid an den Start gehen. Und damit hofft sie auch auf mehr Akzeptanz in ihrem Heimatland. Für mich ist es so ein bisschen so ein Comeback, also hier halt, weil ich wieder zurück nach Deutschland komme und ich wünsche mir halt am meisten so, dass ich halt irgendwie so akzeptiert werde auch wieder hier, weil als ich halt viel jünger war, so 13 oder 14, da habe ich mich vielleicht manchmal nicht so akzeptiert gefühlt. Und jetzt hoffe ich halt, dass es vielleicht anders ist. Mit 16 Jahren verlässt sie Deutschland und zieht nach Los Angeles. Heute kehrt sie wieder zurück. Ellie Ryan bringt alles mit, was ein nächster ESC-Teilnehmer braucht. Eine wahnsinnig gute Stimme, Sympathie und eine Botschaft. Eines ist aber sicher, Ellie hat auf jeden Fall die längste Anreise zum Vorentscheid. Doch das sollte kein Problem sein, denn Reisen steht bei der Wahlamerikanerin ganz oben auf der Bucketlist. Ich sehe mich also ein bisschen weltlich in der Hinsicht. Also ich würde gerne viel reisen und touren und sowas. Also das wäre mir mega wichtig. Und ich weiß nicht, vielleicht ziehe ich dann irgendwann auch nach Deutschland zurück. Also ich bin da noch nicht so fest. Also ich liebe L.A., ich liebe Deutschland. Aber es gibt auch andere Orte in der Welt, die ich liebe. Also ich weiß es noch nicht, ja. Ja, du bist ja auch sehr modisch. Oh, danke. Wie stehst du denn so zur Mode? Ich liebe Mode. Ja, also das ist auch eine Sache, die ich gerne machen würde, irgendwann so Klamotten und so eigene Klamotten entwickeln und sowas. Also das macht mir mega Spaß und ja, ich bin da auch ganz offen mit, dass ich Mode und sowas, macht mir alles total viel Spaß, ja. Wir drücken zusammen mit ihren 348.000 Instagram-Followern auf jeden Fall die Daumen, wenn die Entscheidung Ende Februar fällt. Hi, ich bin Ellie Ryan und ihr schaut Bubblegum TV.